spannend. Und es ist wirklich erstaunlich, die Wissenschaft beschäftigt sich mit Sachen, wo sie jetzt weiß, sie kennt 5% davon und der Rest nicht. Wir Astrologen werden ja auch kritisiert, ja, wir können uns ja auch nicht erklären, wie wir funktionieren mit unseren Überlegungen. Wo ist hier der Unterschied? Also das finde ich eine wichtige Erkenntnis. Ja, dann müssten die Astrologen untereinander irgendwie einiger werden bei bestimmten Dingen und dann... Ja. Ja, weitere Fragen. Ja. Also wenn die Erde so dunkle Haare hat, dann habe ich vielleicht auch dunkle Haare. Ja. Und dann kann ich hier meine dunklen Haare, die Wirkungen der Planeten, die dunklen Haare der Planeten genau das empfangen. Ist das ist die Idee. Ja. Ja, cool. Ja, cool. Ne? Ja. Das bestätigt mich natürlich wieder in meiner heliozentrischen Theorie, dass zum Beispiel auch das Horoskop oder der Mensch hier in Wechselwirkung steht mit der heliozentrischen Sicht oder Energie. Also das freut mich dann. Ja, ein bisschen. Könnte man dadurch erklären, ja. Du sagtest ja, dass Gravitationswellen entstehen da dort, wo sich was bewegt. Das heißt ja ziemlich in der Ekliptik. Ne? Wenn die Erde um die Sonne läuft, ist es ja Ekliptik. Aber diese Haare, wenn man sich die jetzt nach überall vorstellt, heißt aber, dass dort Wellen entstehen, Dellen entstehen, diese Ekliptik. Ja, es geht im Grunde, wird die Ekliptik tatsächlich stärker natürlich berücksichtigt, weil ja natürlich nur Haare, die genau von dort kommen, auch wirklich eine Wirkung zeigen. Alle anderen würden uns ja auch nie erreichen. Also nur das im Grunde, was auf der Sonnenbahn, auf der Ekliptik ist, hat auch tatsächlich effektiv eine Wirkung, physikalisch gesehen mal. Ne? Ja. Von der Sonne aus kommen. Von der Sonne aus kommen. Ja. Bei anderen Planeten, okay, so ein bisschen breit oder so, ne? Aber auf ungefähr der Ebene. Ja. Diese Haare, mit der Stringtheorie hat das nichts zu tun. Ne? Nein, das ist nochmal mit den aufgewickelten Dimensionen. Ja, hat damit nichts zu tun, genau. Hm? Du hattest am Ende den Titel, wo ist jetzt das Zentrum? Hm? Ja, das wollte ich noch nachfragen, das kam ein bisschen. Ja, also ich finde, so mein Zentrum bin ich. Also das war das. Das Abwesende, ja. Genau. Also ja, das kann jeder von sich natürlich sagen, weil wenn ich messe, stelle ich fest, dass ich genau in der Mitte bin. Das ist einfach so. Und wenn ich auf eine andere Galaxie fahre? Ja, auch dann bin ich in der Mitte. Jeder ist immer dort in der Mitte, wo er sich befindet. Weil er um sich herum tatsächlich immer dieselbe Entfernung, immer einen Radius misst. Und das im Grunde ist es, muss man sich so vorstellen, ich werfe einen Pfeil und ziehe darum die Ringe. So. Mich wundert hier, dass Astrologen fragen, wo denn das Zentrum ist, wo sie doch jeden Klienten ins Zentrum stellen. Ja, deswegen habe ich es ja auch gebracht, ja. Genau. Ob man eine Mitte hat. Ja. Und noch was, also Unendlichkeit darf auch nicht mit Unbegrenztheit, ne, verwechselt werden. Zum Beispiel eine Kugelgestalt ist nicht unendlich groß, aber unbegrenzt kann man auf jeden beliebigen Ort fahren und es gibt keine Mitte. Das wäre eine Analogie zu dem, da warum wir uns das nicht vorstellen können. Ja. Genau, das hatte ich auch im Blick, als ich vorher sagte, das ist ja die andere Dimension. Da kann man nämlich in der Kugel eine Mitte wiederum finden. Genau, genau. Auf der Oberfläche nicht, aber in der Mitte der Kugel kann man die Mitte finden. Deswegen kam ich auf diese vierte Dimension. Richtig, und noch was, viele Leute stellen sich vor, okay, ein Urknall, wo war der genau? Aber der wäre um uns herum. Weil ja der Raum selbst der Urknall war. Das auch noch als Ergänzung, weil es gab keinen Urknall im Raum, sondern der Urknall war der Raum selbst. Und deswegen gucken wir und stellen überall Urknall fest. Ja. Du hast noch was von diesen 42 Milliarden Lichtjahren gesagt, dass unser Horizont wäre. Also wir haben einen Horizont von 13 Milliarden. Ja. Das habe ich nicht verstanden. Ja, wir haben einen sichtbaren Horizont von 13,7 Milliarden Lichtjahren und so alt ist auch das Universum. Aber dahinter geht es bestimmt weiter, weil so weit ist nur der Hubble-Radius von 13,7. Und weil das Licht, was Strecken zurückgelegt hat, also diese Strecken, die zurückgelegt wurden, hatten sich danach ausgedehnt.
nachdem sie zurückgelegt wurden. Ah, die sind jetzt... Und daher sind sie, ist das nicht mehr zugänglich für uns, weil es sich nachträglich vergrößert hat. Und wie kommst du auf 42 Milliarden? Ja, wenn man das berechnet, wie viel Raum hinzugekommen ist im Laufe der Zeit und dann noch mit dem beschleunigten Expandieren, kommt man auf ungefähr diesen Wert. Aber du hast ja auch noch 78 Milliarden. Genau, das waren die Entfernungen von da bis da. Ja. Das andere war sozusagen der Radius von mir ausgemessen, bis wohin komme ich. Also ja. Das eine ist die Füllung, sozusagen ja. Wie die Iris, und der Rest ist der Raum, in dem sich das befindet. Genau. Genau. Und im Grunde genommen ist das Wettrennen des Kernes nach außen niemals zu gewinnen, ja. Weil das Außen der Ursprung des Innen war. Ja, genau. Schick. Super, ne? Schick. Ja. Okay. Gut. Du beschäftigst uns ja. Mit der Frage als Astrologen, warum wir Zeitqualität, die wir mit dem Kosmogramm messen, und was kann man da aus physikalischer, astrophysikalischer Sicht sagen? Einmal diese Strings, was emittieren Planeten noch, die jetzt hypothetisch dafür verantwortlich sein könnten, Strahlen oder was, dass hier die Sache stimmig ist. Also Gravitationswellen könnten irgendwie einbezogen werden, diese Geschichte mit der dunklen Materie, Licht würde ich nicht unbedingt nehmen. Auch das, was wir so sehen, da könnte man ja sagen, ja, jeder lässt sich natürlich von Sternen und Planeten beeinflussen, weil das ein Aha-Erlebnis ist, das ist ein toller Eindruck, aber das ist ja eine andere Wirkung, als die Astrologen jetzt beachten. Und ich glaube, die sind viel grundlegender oder ja, feiner, die Unterschiede. Und ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich denke mal, dunkle Materie und Gravitationswellen könnten, wenn man einen naturalistischen Zugang hat, vielleicht eher dazu beitragen. Aber Strings würde ich auch nicht unbedingt in Erwägung ziehen, weil das ist noch auf wackeligeren Füßen und es ist wirklich rein hypothetisch. Und wir befinden uns in unserer Dimension in einer gewissen Weise und was nun auf aufgewickelten Dimensionen ist, ist nochmal eine ganz andere Frage. Das ist, weiß man alles nicht. Aber man kann natürlich überall suchen. Ich will auch da nicht irgendwie was ausgrenzen. Der Mond ist ja ein wichtiger Faktor, wenn ich das mal ergänzen darf, jetzt in der Astrologie auch. Der hat ja auch kein eigenes Licht, ist aber doch sehr wirksam. Also auch reflektierte Strahlung ist Strahlung. Und dann die elektromagnetische Wirkung ist vielleicht nicht zu unterschätzen, die dann von so Punkten aus. Ich denke auch, die elektromagnetische Wirkung ist sicherlich ganz spannend. Ob die jetzt speziell beim Licht zu suchen ist, ist die Frage, aber generell ja, es ist wirklich ein interessantes Thema. Und was wird reflektiert, von welchem Objekt das tatsächlich Strahlung erzeugt? Ja, und wie wird es modifiziert? Wie wissen die Absorptionen und all das? Das ist natürlich auch eine Information, die zu uns kommt, ja. Wichtig ist vielleicht auch, dass unsere Erkenntnis sehr stark messtechnisch abhängig ist. Ja. 1888 ist die Hertz, die radioaktiven, die Radio, die magnetische Strahlen entdeckt. Davor gab es es ja auch schon. Ja. Beschreiben können wir es jetzt seit 120 Jahren. Genau. Dessen müssen wir uns eingedenk sein. Es kann ja morgen ein Messgerät entwickelt werden. Und wenn wir jetzt Messgeräte so mal in Betracht ziehen und schauen uns den Teilchenbeschleuniger an, wie würde denn da eigentlich dunkle Materie in Erscheinung treten? Und rein rechnerisch, nach dem Energieerhaltungssatz, würde hier ganz viel passieren auf einer Seite und auf der anderen wäre was fehlt. Und das wäre dann sozusagen ein Nachweis, so postulieren Physiker, Quantenphysiker, dass da nun dunkle Materie gefunden wurde, weil es sonst nicht erklärbar wäre, wieso plötzlich ein Strahl auf einer Seite so dicht ist und auf der anderen fehlt was. Das heißt, auch dann würden wir wieder was nicht sehen, aber wäre wiederum festzustellen aufgrund der Verteilung des anderen. Okay. Ja. Wenn man sich überlegt, was die Wissenschaft, speziell die Spektralanalyse, herauszieht aus dem ganzen Bereich von Strahlung, also Wellen, also auch von Licht, ne? Im sichtbaren und vor allem unsichtbaren Bereich, dann ist das doch wirklich ein Effekt, der mir zu denken gibt. Ja. Und der mich doch auf die Idee kommen lässt,
dass tatsächlich auch aus dem Licht, das reflektiert wird von Planeten, auch von Sternen, eine tolle Wirkung ausgeht. Denn irgendwie muss man doch mal erklären, was und wie kommt Zeitqualität zustande. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall. Wir wissen, dass es stimmt. Ne? Dafür sind wir Astrologen. Wir haben die Erfahrung gemacht. Astrologie ist eine Erfahrungslehre, keine Wissenschaft. Ne? Ich möchte hier stoppen. Wir haben das Ende erreicht. Ich bedanke mich für die aktiven Diskussionen und den wirklich sehr spannenden Vortrag. Also, als nächstes